das ist für meine Kronjuwelen. Ah, sehr riskant. Oh, mein Arsch. Oh, da, oh, oh nein. Oh, wer macht sowas? Habt ihr das gesehen? Moin Lieben und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Ganz spontan haue ich das jetzt hier raus. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Shake Shack testen. Ganz viele sagen, Kette hin oder her, auch mein guter Kollege Lukas, das ist absolut Endgegner. Das ist so ziemlich das Krasseste, was es gibt. Da werde ich jetzt hin. Ich mache gerade ein anderes Video eigentlich hier. Das Ding ist, alles hat Verspätung, alles ist beschissen und ich wollte eigentlich so einen anderen Burger testen. So, das mache ich jetzt nicht. Sie hat National Geographic in die Top 12 der Welt gewählt. Schaffe ich nicht. Jetzt gehe ich zu Fuß hier. 14 Minuten. 14 Minuten gehe ich dahin, dann will ich mein anderes Video noch ballern. Leute, ich hoffe, ihr feiert diese Mission. Ich scheue keine Mühen, um diese Mission zu machen. Dankt es mir. Einfach nur mit einem Daumen oben. Einfach einen Klick und einen Kommentar. Gutschein gibt es auch. 50 Euro. Random haue ich einen raus und jetzt gehe ich zu Fuß los zu Shake Shack. Ich kann euch eins raten. Wenn ihr eine Freundin habt, die ein Engel ist und alles für euch macht, guckt zumindest nach, wie lang die Wege sind. Ich dachte, ich komme hier an, völlig ins Zentrum. Bam, bam, bam. Tanz hier rum, wirbel hier rum wie Ahmed in der Küche, immer wie eine Gazelle. Mein Kollege und Kameramann. Aber nein, ich bin komplett am Arsch. Ich wollte 3 Videos heute machen. Aber wisst ihr was? Ich kann keinen aufgeben. Ich schaffe beide Videos noch. Und ich weiß nicht, ob dieses zuerst rauskommt, aber ihr werdet beide Videos sehen. Dazu steht in meinem Namen London ist schön. Die Scheiße ist, ihr müsst bedenken, ne? Oder ich bin dumm. Wenn ich dumm bin, schreibt es in die Kommentare. Hier ist der Linksverkehr und man geht auch links, glaube ich, an den Leuten vorbei. Weil ich knall immer so gefühlt gegen die Leute. Ich glaube, das liegt daran. Guckt euch diese wunderschöne Straße an. Ich darf sie nicht längs gehen. Weil die ist so schön. Ich wäre die jetzt auf und runter gegangen. Hätte ich nicht so einen Zeitdruck. Mal unter uns. Ich bin zwar da hinten in Hamburg der Ecke am Start. Das ist echt die schönste Stadt, die ich kenne. Unabhängig davon, dass ich da in der Gegend auch wohne und aufgewachsen bin. Aber jetzt so der erste Eindruck von London. Richtig geil, Mann. Geile Bauwerke. Die hätte ich jetzt ziemlich gerne. Wie rede ich denn schon wieder? Den ganzen Tag verbracht. Manchmal habe ich das Gefühl, ich bin schizophren oder so, weil auf einmal kommt so eine Seite bei mir raus, da kenne ich mich selber nicht wieder, wisst ihr? So auf einmal nur noch komplett missrede, ich kann auch normal, wisst ihr? Dann kommt auf einmal auch Wörter aus mir raus, das ist überhaupt nicht mein Wortgebrauch, als würde irgendwie eine Seele in mich reinschlüpfen. Oral, nicht Anna umgedreht mit L. Und ja, dann geht einfach nur noch Scheiße eher bei mir ab. Was weiter geht. Ganz kurz dranbleiben, ganz kurz Werbung, wirklich nur für mein und mein Partner, für Handy-Equipment, Handyhüllen, alles, was ihr da fürs Handy braucht, kriegt ihr da. Heute für Grip, das sind kleine, ich blende mal ein paar Bilder ein, so wie ein Handyring quasi, nur die Digitation dazu, also die Weiterentwicklung, da steckt ihr eure Finger hinten rein, habt damit natürlich maximalen Halt, das Handy kann euch nicht aus der Hand flutschen, ihr könnt damit einen Handstand machen, ihr könnt ein Rad schlagen, das Ding fliegt euch nicht aus der Hand. Zugleich dient das auch als Handyhalterung, wenn ihr das hinstellt, beziehungsweise stützt das Handy so, dass ihr ein Video gucken könnt, das auf den Tisch stellen könnt, Hochformat, Querformat, das geht alles. Dazu habt ihr natürlich noch meinen Code am Start, den ich hier einblende. Code HOLLE10, Link findet ihr in der Videobeschreibung, guckt euch das mal an, das ist ein geiles Teil und jetzt geht's weiter im Video. Okay Leute, wir sind am Start, Mann. Wir sind am Start. Nicht, dass ihr mich jetzt komplett auslacht, ich mich zur Lachnummer mache. Ich hoffe, es ist auch der Shake Shack. Und es gibt nicht noch sowas anderes, wisst ihr? Was einfach genauso heißt und irgendwie, ihr wisst, was ich meine. Okay Leute, wir sind jetzt bei Shake Shack am Start. Ich bestelle jetzt einen Cheeseburger und einen Doppel-Cheeseburger, einen normalen Shake Shack Burger. Und dann gucken wir mal, wie der schmeckt. It's the same Shake Shack like in America, yes? Yes. Okay. Okay Leute, mein Name, er wird da an den Namen, an der Tafel auf erscheinen, wenn ich... Auf erscheinen, man tut mir leid, wie ich rede heute. Da wird mein Name erscheinen, so. Ich bestelle jetzt auch noch eine Pommes, Leute. Das will ich zumindest einmal testen. So, Unterschied Deutschland, Fastfood hier. Gucken wir mal. So, ich habe alles am Start, Mann. Das ist hier ein Spiel mit der Zeit. Jetzt muss die Tür aufgehen. Da vorne gehen wir hin. Genau da vorne gehen wir hin. So lobe ich mir das. Ja, ja, ja. Komm hierher. Komm hierher. Einfach hier. Scheißegal. Scheiß auf Sound. Scheiß auf alles. Oh, da steht ein Tisch. Oh, das ist für meine Kronjuwelen. Ah, sehr riskant. Oh, mein Arsch. Oh, da. Oh, oh nein. Oh, ich hab mich verletzt. Oh, wer macht sowas? Habt ihr das gesehen? Oh, scheiße. Wer hat das mit mir gemacht, Mann? Was machen die mit mir hier in London?
Mann, Alter. So sieht das hier aus. Pommes? Geil. Guck mal hier. Hier stelle ich meine Kamera drauf. Die Pommes. Ach, scheiße, Mann. Ganz standardmäßig, aber finde ich nicht schlecht. Pass mal auf. Ganz schnell muss ich ein Foto noch machen von meinen verdammten Burgern. Oh, wie weich die sind. Richtig weich, Alter. Die Buns, oh, das muss ich mal erstmal zeigen. Also von der Haptik her, oh, so weiche Buns habe ich, glaube ich, noch nicht gehabt. Endgegner. Ganz weich, Alter. Richtig krass. Oh, ich beiße jetzt einfach rein, Mann, Leute. Hat gar kein Brot erwischt. Ich blute, ich schwör's euch. Ich darf das nicht zeigen. Scheiße, ja. Erster Biss war erstmal nüchtern. Man weiß ja nie, wer die Burger macht. Das ist wie in jedem anderen Laden. Jede Filiale schmeckt anders. Jeder Typ brät den Burger anders. Erster Biss war erstmal so, als wäre, hätten die zu wenig Salz dran gemacht. Jetzt auf einmal kommt er aber. Jetzt kommt er auf einmal. Werd gerade nicht ganz warm mit dem. Wisst ihr warum? Der Käse schmeckt mir wie Billigkäse vom Aldi oder sonst was. Das ist dieser Billig-Chesser. Ich habe seit 8 Uhr morgens nichts gegessen, das ist 15 Uhr jetzt. Ich habe richtig Kohldampf. Soße kommt langsam durch, leichte Schärfe. Ich denke mal, da wird ein bisschen Senf auch mit drin sein. Das ist Single-Burger. Da muss ich mal verpissen. Also ganz ehrlich, vielleicht habe ich auch nicht den richtigen Burger bestellt. Ne? Burger waren richtig matschig, merke ich gerade. Das muss ich auch noch sagen, das mag ich eigentlich. Aber jetzt vom Geschmack her auch nicht überragend. Generell der Burger absolut nicht überragend. Der Double noch deutlich besser als der Single. Kommt eine Pfeffernote durch, aber auch irgendwas, was schon an der Bratmethode nicht schmeckt. Kann ich gar nicht genau deuten. Falsches, altes Fett benutzt, ich schwör's euch. Hatte ich beim ersten Mal bei Food Brothers auch, weshalb ich den unter anderem so schlecht bewertet habe. Also nicht falsch. Oh Mann, Alter, warum ist die Kamera denn die ganze Zeit? Hat die ganze Zeit nicht auf mich gezeigt. Versteht mich nicht falsch. Ich bin mit sehr, sehr hohen Erwartungen rangegangen. Und er ist nicht schlecht. Keine Frage, er ist nicht schlecht. Mehr als eine 8 ist das nicht für mich. Also kann man sich schon gut geben. Würde ich auch wahrscheinlich wieder essen. Aber wenn du rangehst und denkst, der flasht dich absolut weg, tendier beinahe zu einer 7,9. Ich gebe eine 7,9. So läuft der Hase. Die Jungs von den YouTubern, Max und Oscar, die Burger haben mir besser geschmeckt. Real talk. Aber der ist nicht schlecht. Lecker, lecker. Aber ich habe so viel erwartet, Leute, Mann. Ich muss jetzt mein anderes Video weiter. Denkst du, ich brauche ein Taxi? In einem anderen... Oh, sorry. Im anderen Video teste ich Top 12 der Welt. National Geographics ausgezeichnet. So, ich hoffe, das schon draußen. Dann verlinke ich das. Wenn noch nicht, dann kommt das bald. Ich hoffe, ihr dankt mir diese Mühe trotzdem, auch wenn das jetzt ein bisschen enttäuschend war, mit einem Daumen oben und dem Kommentar. Die Glocke an und das Abo reinhauen, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ich sage bis zum nächsten Mal.